Wer zu Remetschwil-Müsch, wenn es auf die Gemeinde bringt, kommt ab nächstes Jahr kein Geld mehr über. Was? Ist das euer Ernst? Das, weil vor allem Senioren mehrere hundert Müschwänze pro Monat abgeben. Sind die Sauerei? Sind die überhaupt nicht gut? In vielen Aargauer Gemeinden ist es eine über 100-jährige Tradition, bis zu 2 Franken pro Muschwanz zu bekommen. Es klingt ein bisschen seltsam, ein bisschen absurd. Bei so einem wichtigen Regio-TV-Interview kann man sich als zu Interviewender schnell mal verbrabbeln. Wir hatten sicher jetzt das erste Mal sicher über 20 Kunden, Kundinnen. Das war toll, jetzt die Eröffnung. Dann können wir noch ein Geschenk mitgeben, zwei Schachteln traubenlose kernlose Trauben, oder? Zwei Schachteln traubenlose kernlose Trauben, oder? Glück gehabt, gerade noch die Kurve gekriegt. Leider hatte sie nicht so viel Glück. Weil man wirklich lokal eigentlich etwas gegen Faust-West kann unternehmen. Gegen was? Faust-West. Irgendwas kann nicht stimmen. Bei Mini Kuchi Dini Kuchi steht diese Woche alles unter dem vegetarischen Stern. Veggie-Woche super, mega lässig. Dass die zwei die Veggie-Woche mega lässig finden, sieht man ihnen kaum an. Und wieso muss der eine Koch während der Veggie-Woche dieses Menü kochen? Lasagne ohne Pasta ist eigentlich keine Lasagne. Porco Dio! Aber ist sehr ähnlich wie Lasagne. È possibile, porta la Madonna! Und es ist auch viel einfacher zu erklären, als wenn man einfach sagt, Grieß auf Lauf überbacken mit Käse. Kastanien sind auch vegetarisch, aber kennt ihr den Unterschied zwischen essbaren und nicht essbaren Kastanien? Das ist jetzt eine einheimische Edelkastanie. Und zwar gegenüber der Rosskastanie ist sie auf einer Seite fast flach, während die Rosskastanie ganz rund ist. Ja, das ist interessant, da läuft etwas. Wenn sonst nichts läuft im Dorf. Sie sind auch gesund. Ne? Für Frauen sowieso, die Venen, für die Venen, alles ist, Maroni sind gesund und man wird nicht dick, oder schauen Sie mich an, ich bin ja schlank. Ne? Sagen wir halt, oder? Ne? Also, naja, ist doch so. Wem bei folgender Szene kein Tränchen entgleitet, dem ist nicht mehr zu helfen. Auf den Nachricht drücken wird sie ja so dunkel, oder? Ja, darf ich jetzt nochmal, macht es nichts, wenn ich jetzt auch nochmal drauf drücke. Ja, ganz ist, langsam. Ne? Ganz also langsam. So, jetzt, so, ja, jetzt genau. Fertig, ja. Und jetzt oben. Abrollen, gell? So, ja. Bis sie zu der nächsten kommt. Ja. Zuerst war ich skeptisch und ich dachte, ja, es geht. Ja. Die denkt, ich sage blöde Nuss, ich kann nicht einmal das. Und so. Aber woher? Die macht das Goldig. Die nimmt einen mit. Bin froh. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Folgende Dame hat Zeppin damals dazu bewegt, sich mit Videoschnitt zu beschäftigen. Filmkaterin bin ich deshalb geworden, weil du brauchst keinen Schulabschluss, den ich ja nicht hatte, weil ich Hauptschule B-Zug sogar rausgeschmissen worden bin. Weil ich so brav war. Und dann hat es einen Lehrberuf gegeben, also oben am Rosenhügelstudio. Und du hast Filmschneiden gelernt und das habe ich dann gemacht. Dafür stehe ich mit meinem Namen.